willkommen zu unserem Thema Lebensplan, Lebensplan Kairos. Erfolgreich leben mit der Dynamik, die mir das Leben bietet und das rechtzeitige Erkennen, wann lasse ich auch los. Unser heutiges Thema ist Unternehmensnachfolgeplanung. Und wir haben schon in anderen Videosequenzen sehr stark über die Lebensphase gesprochen. Und wir alle wissen auch, dass jeder Zeitgeist, jede Generation ihre eigenen Werte und Grundhaltungen hat. Und genau um diese Grundhaltungen, die wir durch unsere Generation mitbringen, das ist schon ein Unterschied, bin ich in 48 geboren, 74 geboren, 23 geboren, prägt natürlich unsere Haltung. Wie gehe ich mit dem, was ich erworben habe, um? Ganz wichtig ist es hier, ganz besonders, inwieweit tue ich gerade in L9, wenn ich so zwischen 52 und 58 bin, mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln und ich entscheide dann über die Art und Weise, wie die nächsten 2 Jahrzehnte verlaufen werden. Ich entscheide für mich und wenn ich ein Unternehmen habe, auch fürs Unternehmen. Und hier sind die Gefahren. Wenn ich mich nicht weiterentwickle, bin ich aber auch hier zu starr und gebe oft nicht los. Ich erlebe das, wenn ich nachfolge, Begleitung mache, gerade im mittleren Management oder aber auch in Handwerksfirmen oder mittleren Firmen. Dieses Loslassen ist enorm schwer. Wenn ich in L9 mich weiterentwickelt habe, kann ich hier sehr gut so eine Art Kamerad, Freund für jemand werden, die ich entwickle. In L8 will ich mich zu sehr selber darstellen und will zu sehr selber durchsetzen. Aber wirklich noch loslassen, gilt es hier zu schauen, denn spätestens hier beschäftigen wir uns ganz bewusst damit, weil hier möchte ich gerne meine Vorstellungen wiedersehen. Jedoch, ich setze mich sehr stark auseinander mit der jüngeren Generation und welche Werte kann ich auch leben und welche Werte, mit wem kann ich auseinandersetzen. Und hier ist es wichtig, was ist mein Ziel mit meinem Unternehmen? Wen hole ich mir ins Boot? Es ist ganz klar, wenn ich mich mit jemandem ins Boot hole, der ein L8 ist, der selber sich durchsetzen will, gibt es Reibereien und Konflikte, schon mal vorprogrammiert. Wenn ich jemanden mitgestalten will, ist es gut zu schauen, wie sorge ich, wenn ich ins L5, so um die 32, 30 jemanden entwickle, der dann in 6 die ersten Verantwortungen übernimmt, in 7 schon auch eine Position bekommt und in 8 richtig schaffen kann. Das wäre ideal. Aber was ich oft erlebe, wenn Vater-Sohn, Vater-Tochter, Mutter-Sohn, Mutter-Tochter, da ist es noch mal schwieriger, die Emotionalität mit zu berücksichtigen, unterschiedlichen Zeitgeist. Das möchte ich aber heute weniger begleiten. Wichtiger ist zu schauen, in welcher Lebensphase gebe ich was ab. Wenn ich in L11, dann will ich Strukturen sehen, die überlebt werden, ne? Die etwas bewahren, die etwas darstellen. Und ich selber, wenn ich als Unternehmer war, gehe dann gerne in den Aufsichtsrat hinein und habe noch den Blick drauf, aber ich muss loslassen und das andere auch gestalten lassen. Wenn das nicht passiert, ist es starrsinnig und viele Menschen gehen wieder. Wie oft sehe ich, dass neue Leute in ein Unternehmen kommen, die übernehmen sollen, die aber selber sich nicht entfalten können und dadurch gehen sie lieber wieder weg und Unternehmen geht auch genauso wieder kaputt, wie es aufgebaut worden ist. Und das ist schade. Und wenn man dann mal so schaut, je länger ich warte und ich mich hier nicht weiterentwickelt habe und meine Persönlichkeit, meine ausgereifte Persönlichkeit nicht daran arbeite, dann bin ich natürlich sehr in meinen starren Vorstellungen, die irgendwann mal zu irgendeiner Zeit mit Sicherheit richtig waren, hänge ich so sehr dran, dass ich Neues nicht zulasse. Und die Dynamik, der Markt war noch nie so dynamisch und komplex und veränderbar, wie es heute ist. Digitalisierung ein Thema, ein Streitthema in Kulturen, in Generationen, in Unternehmen. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, wie gehe ich damit um. Wenn ich in L12 erst anfange zu übergeben, dann bin ich ungefähr 78. Da merken wir ja schon sehr viel bei erfolgreichen Unternehmen, ob das gelingt oder auch nicht. Und je länger ich dann in die Zügel in der Hand halte, umso weniger haben andere die Lust, mitzuarbeiten und das Gleiche weiterzuführen. Weil jeder hat seinen Weg und möchte sich selber entfalten und gehen. Schauen Sie mal in Ihre Abteilungen hinein. Wie alt sind da Ihre Führungskräfte? Auch hier ist Nachfolge ein Thema. Und wie weit ist da die Persönlichkeit gereift? Wie oft komme ich in Firmen hinein und ich sehe sehr stark, dass manche Menschen sich persönlich gar nicht weiterentwickelt haben, weil es wurde nicht abverlangt. Jetzt tun die ihr Wissen, was sie irgendwann mal gelernt haben, auch wieder anderen beibringen. Wie soll Innovation passieren? Wo sollen neue Märkte eröffnet werden, neue Ideen und Technologien sich etablieren, wenn es unterdrückt und wenn ein Mensch es nicht die Größe hat, geistig ganzheitlich zu denken und das ans Unternehmen eben auch zu denken. Daher ist ein großer Gedanke von mir an Sie, achten Sie auf Ihre Führungskräfte, die Einfluss nehmen auf Ihre Mitarbeiter.
Und sorgen Sie für einen bunten Mix an Mitarbeitern aus unterschiedlichen Generationen. Also auch 32-Jährige, 38-Jährige, auch 40-Jährige oder auch 46-Jährige. Jede Generation hat ihre Energie, die ihrem Unternehmen gut tun können. Wenn ich im Unternehmen eine Generationsvielfalt anschaue, ist es oft nicht eine Vielfalt, sondern manchmal haben wir nur noch in der Führungsriege Menschen um die 50 plus. So, und wenn da sich nicht weiterentwickelt wird, ist das, was man erfolgreich in der Geschäftsführung und Abteilung auch aufgebaut hat, geht auch wieder kaputt. Wenn ich mir gelingt, das eben weiter zu entwickeln, dann habe ich hier eine Altersgelassenheit und ich bin natürlich froh, wenn mein eigener Lebenswert gewürdigt wird, aber ich lasse los. Und das Loslassen ist eines der wichtigsten Eigenschaften, die es gilt, gerade in der reiferen Zeit, in der bewahrenden Zeit unseres Lebens zu kultivieren. Mehr wieder gerne in einem persönlichen Gespräch oder auch rufen Sie an oder auch wieder bei einem weiteren Podcast. Bis dahin, loslassen und vertrauen. Ade.